Moin Wolli! Selber du Suchti! Wolli hat ja sich einen Wassergraben heute in Dinkum gemacht. Also du kannst. Was für einen. Hammer, ne? Also Ja. ich bin noch so eingeschränkt von dem, was ich glaube, was man hier machen kann. Ich bin auch teilweise noch so, auch wo du gestern dachtest, bau dir doch eine Treppe. Ich so, hä? Also mir ist noch nicht so ganz klar, was hier möglich ist, weißt du? So grob würde ich jetzt im ersten Moment sagen, alles. Bisher bin ich noch nicht auf Grenzen gekommen. Geil. Gin Reprof ist auch am Start. Suchti, mega. Wie geht's dir? 37 Grad hier. Ich warte bis zum Sonnenuntergang, bis ich draußen irgendwas mache. Morgen dann wieder 22. Ja, Deswegen heute den warmen Tag, den verbringen wir zusammen. Das schaffen wir. Darf nachher zur Physiotherapie fahren. Die letztens musste ich leider verschieben. Geiles Wetter dafür ausgesucht. Physiotherapie heute wäre jetzt auch jetzt total mein Ding. Ja. Allein schon dahin fahren müssen, weil so ein bisschen heiß draußen. Ah, oh Gott, kein Rudolf. Okay, ich muss was vorlesen in ASMR, in längeren Text. Achtung. Guten Tag, meine Lieblingssuchtis. Wenn du dich für kein Rudolf interessierst, gebe ich dir einen guten Rat. Vergiss ihn. Er ist gerade angekommen und Frau Zuckersucht hat ihn bei sich auf dem Zimmer eingesperrt. Wenn sie ihn eine Zeit lang gehabt hat, schickt sie ihn vielleicht runter. Aha, aber jetzt gehört er ihr. Also verschwende besser keine Gedanken an keinen Rudolf. Du darfst auch lachen. Ja, habe ich auch gerade. Kein Rudolf, Servus. Kühle 34 Grad im Schatten und 39 in der Sonne. Oha. Fuchsgang. Hallöchen. Und einen schönen sonnigen Mittwoch wünsche ich dir. Aho. Klausi, Stammtisch. Na? Eine Grenze gibt es, man kann keine Tunnel bauen, da man immer die Erde von oben nach unten wegschaufelt. Ach so. Ach so, aha. Stammtisch. Ein Eis für alle. Dankeschön, Fuchsgang. Oh, hallo Matze. Ich zerfließe schlimmer als gestern. Oh. Was? Ist dein Greenscreen kaputt? Nein, mein Greenscreen ist nicht kaputt. Mir ist nur zu warm mit Greenscreen. Bei einem Greenscreen braucht man ganz viel Licht. Verstehst du? Und ich will jetzt heute mal die Lichter auslassen. Klausi, Hallöchen! Na, alles klar? Ja, bei mir ist alles fit. Wie geht's dir, Klausi? Ich bin ein Schwob, deswegen verstehe ich dich auch, Matze. Ja. Keine Sorge, mache ich nicht immer, aber wollte ich mir leisten, bevor ich mit meinem Manchester Terrier raus muss und einkaufen. Aber ich bleibe im Lurk. Oh, kein Rudolf, alles klar. Cool. Könnte schlimmer sein, man könnte Kraftfahrer sein und steht im Stau mit kaputtem Klima. Stimmt, Wolli. Oh, Das ja. wäre auch übel, ja. Sehr schön, Klausi. Sicher geht's mir gut. Und dir? Ja, so bei mir auch, Klausi. Ich fühle mich jetzt viel wohler gerade ohne Licht, ja. Ich finde das gut, dass wir eine Alternative jetzt hier haben. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Wie gesagt, geht auch ganz schnell, dass die Kamera aus ist. Das geht auch ganz schnell, ne? So, alles klar. Ich muss mir noch was einschenken. Dann mache ich hier die Stammtischeröffnung. Ihr habt ja auch noch Zeit, euch was einzuschenken, wer noch nicht hat. Und dann geht's los, Leute. In-game haben wir gerade Freitag, den 13. Also ein Glückstag. So, ein bisschen Geschmäckle rein. So, ready bin ich. Anlassen, Madame. Alles klar, Gwen. Schön im Fußbad mit Eiswürfeln unter den Streamertisch stellen. Ja, genau, Wolli. Oh, Ja. also das gestern mit dem Eis, das war schon geil. War schon geil. Okay, dann gucke ich schon mal. Fuchsgang, Sia, Jens, ihr habt alle schon was euch eingeschenkt. Das ist sehr schön. Ich bin jetzt auch fertig. Und dann würde ich sagen, ach, du Way auf dem Start. Was Wunderschönes wie Chefin kann man nicht einfach ausmachen. Ah, komm, Way. Du Charmeur, du. Pool ist wieder ganz gleich planschen gehen. Oh, toll, Klosi macht das. So, pass auf. Also, ihr Lieben, auf einen schönen Mittwoch-Stammtisch. Stammtisch. Gwen.
So. Ich doch gleich mal mit. Das braucht's ganz dringend. Ja. Also, wir brauchen ja Kohle, ne? Das ist ja eigentlich also Geld. Nicht Kohle, sondern Geld. Also. Hast du Kohle hier schon entdeckt? Wusste ich noch gar nicht. Ja, wir müssen ganz viel Money machen. Genau, also das heißt, am besten jagen, oder? Jagen, fischen, Insekten. Mit den Fallen, bist du da schon weitergekommen? Weil dann würde ich dir das zeigen, wenn es ist. Ich habe einen Truthahn verkaufen können. Aber es ist nämlich so. Da, also da habe ich, glaube ich, also durch den Truthahn habe ich 4.900 Geld bekommen. Und ich bin dann wieder an die Stelle und wollte wieder einen Truthahn fangen. Dann war aber diesmal keiner. Und dann wollte ich aber diese Falle mit dieser Tierstation umstellen. Und die Tierstation konnte ich aber nicht mehr aufheben. Ja, die Versendestation, genau. Ja. Ich glaube, bleibt fest stehen. Ach so. Glaube ich, weiß ich nicht genau. Müssen wir mal Wolli fragen, weil der hat das, glaube ich, auch schon probiert. Umstellen. Wolli! Und grauer Wolf, Hallöchen! Endlich Urlaub! Ja! Geil! Klong! Ich hol mal einen Wischlappen. Weil wir haben gerade ja hier sowas vor der Tür sitzen, sowas Grünes. Und das bringt bisher am meisten Geld. Gibt es auch so eine Unterwasserfangstation oder so? Sowas gibt es nicht wahrscheinlich, ne? Du kannst es bis zu, also bis dahin, wo du praktisch stehen kannst im Wasser, da kannst du auch die Station hinstellen, wenn es ist. Okay, also Station ist klar und dieses kleine, diese kleine Falle, da passt auch das Krokodil rein, oder was? Ja, also es ist so, normalerweise würden sich alle Tiere bis auf den Truthahn wieder aus dieser Falle befreien, außer du datscht sie schon ein bisschen an. Okay, bis auf so einen kleinen... Beim Krokodil heißt es halt bis auf einen ganz kleinen roten Balken, weil ansonsten, die rebellieren dir in der Falle dann drin. Und machen die Falle sozusagen wieder auf, springen wieder raus und die Falle liegt aber dann darum. Das Problem ist, die heilen sich in der Falle. Ah, okay. Darf man nicht vergessen. Also man muss es dann wieder runterklopfen sozusagen. Und du kannst in die kleine so Falle... bringt am meisten Geld bisher. Oh, okay. Was ich gesehen habe. Du kannst die kleine Falle, alle Tiere oberflächlich zu fangen sind. Es geht um diese Auffangstation, also wo man dann versendet. Wolli, weil die kann man nicht mehr abbauen. Oder haben wir eine Möglichkeit, die abzubauen? Weil die ist schon ein bisschen teuer, ne? Warte mal, ich gucke mal. Ansonsten müssten wir halt noch mal eine bauen, ne? Aber obwohl teuer, ja gut. Ein Nagel, zwei Hardwood und zwei Palmwood geht eigentlich. Ah, mit der Axt abkloppen, dann bekommt man die Rohstoffe zurück. Ah, okay. Ja, dann bin ich aber trotzdem überlegen, ob wir die eine dann da lassen oder ob wir das jetzt holen, ne? Also ich habe meine tatsächlich neben den Laden gestellt, weil ich das Ding sonst immer nie gefunden habe. Ja, komm, dann hole ich die Falle und das Zeug, oder? Ist ja nicht... Außerdem sind da hinten wahrscheinlich jetzt wieder gar keine Tiere. Dann probieren wir mal, das Krokodil zu machen. Gerne. So, ach guck, da hinten ist ein... Was ist denn das? Ein Nasenbär oder was? Ah doch, hier sind Truthähne. Nur bis du die drin hast, ist dann immer so ein... Die müssen da halt reinlaufen irgendwie. Ja, wobei du aber den Truthahn sozusagen vor dir herjagen kannst. Ja. Es geht, den kannst du ein bisschen steuern. Also, ja. Solange du ihn an der Kante hast, da wo er nicht runterhüpfen kann, kannst du ihn eigentlich schon steuern. Und, ha! Ups, drin ist er. Okay, dann können wir jetzt gleich versenden. Das finde ich so cool. So, okay, und dieses Teil kann man jetzt, wie gesagt, entweder mit der Axt abbauen oder halt ein neues bauen. Okay. Probieren wir es mal. Ja, eben wenn du die Rohstoffe wiederkriegst, dann ist ja gut. Ja. So. Ja gut, jetzt müssen wir nur eine neue Falle bauen, ne?
Ich kann die Tiere hier nicht so rumlaufen lassen. Also das ist auch sehr gefährlich, weißt du? Ja, so ein Truthahn ist ja auch, also wahnsinnig angriffslustig. Ja. Bin ich voll deiner Meinung. Ja. Ich hab Kaki gefunden. Juhu, Ja. Kaki! Ah. Ich finde, dass das Bild von dem Spiel, wenn du das Spiel startest, da ist ein schönes Anfangsbild drin von so einer richtig schönen Stadt, die du bauen kannst. Das ist halt der Hammer, ne? Ja, also wenn man das dann so hinkriegt, dann wird's cool. Ja. So, jetzt, ich habe vorhin schon ein paar Schätze ausgegraben, die packe ich dir jetzt mal gleich hier in die Kiste, weil wenn ich sie bei dir ausgegraben habe, dann sind das ja deine Schätze. Also ich habe ein Holz jeweils nicht mehr bekommen. Die Nägel habe ich bekommen, aber die Holz habe ich nur die Hälfte bekommen. Also man bekommt nicht alles zurück. Anscheinend. Okay. Du kannst auch mehrere Stellen auf der Insel verteilen und sie auf der Map markieren, behaupte ich mal. Bei meinem neuen Platz brauche ich das nicht mehr, weil ich im Respawn von einem Krokonest und tasmanischen Teufel bin. So viele Fallen kann man da gar nicht mitschleppen, wie man bräuchte. Oh, also ein tasmanischer Teufel ist tatsächlich was, da traue ich mich immer nicht so wirklich hin. Raffaello oder Rocher Eis? Ich wäre auch für Raffaello. Ja, bin ich darf auch dafür. Anni hat Kaki gefunden und wird sie einsetzen. Hilfe! Hallo Liriel, juhu! Hallo Raya! Einen sauheißen, trotzdem wundervollen Tag wünsche ich euch. Wünsche ich dir auch, Raya. Okay, dann das heißt, ich brauche noch ein Hartholz. Mal gucken, ob ich das habe. Oder ob ich das doch ein Hardwood habe ich noch. Und einen Palmdings brauche ich noch. Also ich habe jetzt nicht alles wiederbekommen, Olli, falls du es gesehen hast. Man bekommt vielleicht nicht immer alles zurück. Und eine Falle brauchen wir auch noch, ne? Weil bis am nächsten Tag kommt die eine Falle ja erst wieder zurückgesendet, ne? Ja, die Käfige kommen erst am nächsten Tag. Also ich laufe in meinem eigenen Spielstand immer mit drei Käfigen rum. Also die ich dann halt irgendwie über den Tag verteilt irgendwann mal einfange, die Viecher, und dann versende. Dann wird es schon. Okay. Hast du noch Hardwood oder gehe ich dir welches holen? Nee, ich hab noch. Ich baue schon gerade die Falle und dann können wir eigentlich gleich loslegen. Noch ein Stick, glaube ich. Nee, 8 Sticks brauche ich. 8 Sticks. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und noch ein Zinn. Und dann habe ich alles. Jetzt bin ich gespannt. Ja, Liriel, total am Suchten. Bist du auch am Suchten oder was? So, jetzt habe ich alles. Okay. Wo stellen wir diese Versendestation hin? Stell sie dir einfach in deinen Ort, wo du sie gerne hättest. Ich habe mir gedacht, neben dem Laden macht sie sich bei mir ganz gut. Mal gucken, wie groß das ist. Da kann ich es hinstellen. Ja, stimmt. Okay, und die Falle? Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen drüben auf der anderen Seite auf Jagd. Nach dem Krokodil, weil wir da einfach ein bisschen mehr Platz haben. Und die Falle hätte ich jetzt ungefähr ein bisschen weiter weg sozusagen hingestellt, hierher, weil es läuft uns ja nach. Ah, okay. Dann probieren wir das mal. Hallo Holly, juhu! So. Okay, Pieks in die Tust du Hand. pieksen und ich mache lebendes Ziel? Ja. Hallo, komm, friss mich. Ja, so ist gut. Oh, du bist lebendes Ich Ziel geworden. bin lebendes Tier. Ja, ich So. rieche gut. Du riechst so gut. Pass nur auf, dass es dir nicht vorher in die Falle läuft. Ja. Ich sehe jetzt nicht den Lebensbalken. Das macht nichts, ich sag dir Bescheid. Okay. Schau du nur Oh, jetzt bist du es. da. Musst du schlagen und schauen. Jetzt bin ich's Nein, wieder. halt, jetzt bist du wieder. Ja. So.
So, jetzt kannst du es in die Falle locken. Einfach hinter die Falle stellen. Ja. Sehr gut. Und jetzt versenden. Das reicht so. Schon, okay. Easy peasy. Aber jetzt schnell machen, ne? Nee, jetzt, also, wenn die sich befreien aus dem Käfig, dann siehst du das gleich, weil dann rappelt nämlich der ganze Käfig. Also, dann willst du den auch gar nicht anfassen, weil dir klar ist, da hüpft gleich wieder was raus. Ah, okay. Ah, cool, Leute, habt ihr das gesehen? Und Krokodil ist mit das Teuerste, oder was? Also bisher, wahrscheinlich ist der tasmanische Teufel noch teurer, aber den habe ich selber noch nicht versandt. Mhm. Kann ja der Wolli bestimmt gleich weiterhelfen mit der Aussage, aber das war bei 9.800, glaube ich. Mhm. Wow. Das halt eben eine Falle und du kriegst die Falle ja immer wieder. Und also für keinerlei Wareneinsatz sozusagen mehr, sondern nur ein bisschen Speerpieksen. Ja, ja. Das ist geil. Das ist schon was, ja. Ja. Ja gut, Angeln bringt auch ziemlich viel Geld, ne? Ja. Das war schon auch schon geil hier. Goldfische haben wir sie genannt gestern. Ja, nee, Angeln bringt auch gut Geld, das stimmt. Und ja, Liriel, also, lol. Auch Tauchen zählt ja zum Angeln mit dazu. Also wenn du irgendwo stehst und angelst und dir denkst, das ist aber komisch, das sieht komisch aus, der Fisch kommt gar nicht nach oben, dann ist das so eine Garnele oder ein Krebs oder was weiß ich, was halt unten am Boden ist. Dann müsstest du nur sozusagen einmal tauchen. Und vielleicht ist es ja für dich sogar ganz einfach, weil du ja nicht mit dem Kopf unter Wasser kommst. Ja. Also nicht so keine Wasseransicht hast. Ja. Ja, das hat mich auch am Anfang gewundert, aber das ist eigentlich auch, also auch das Angeln, das ist super. Ja. Das klappt ganz gut. So, guck mal, da ist doch jetzt schon wieder eins. Ja, ich habe mir es auch gedacht, Liriel, gestern, wo ich dann angefangen hatte, das Spiel zu suchten, habe ich mir nur gedacht, ach du Scheiße, wann soll ich denn das machen? Wann soll ich jetzt noch dieses Spiel spielen? Hilfe! Was denn noch alles? Ach, so schön. FX, juhu! Wollte nur kurz rein und mal was fragen. Gucken nicht zu, weil ich will kein Spoiler. Kann man alles komplett Koop spielen? Ja. Also es ist halt so, derjenige, der die Insel, also auf den, dessen Insel du zu Besuch gehst, der hat die Hauptquest, also die Storyquest, die kann nur er machen. Aber alles andere kannst du genauso machen, wenn du bei jemand anderen auf der Insel bist. Mhm. Also sogar, dass du kannst die Bewohner auch immer fragen, ob sie irgendwelche Jobs haben für dich. Und also soweit ich verstanden habe, ist es auch tatsächlich so, dass wenn du dich hier gut mit Fletch zum Beispiel stellst, dann ist die auch auf deiner eigenen Insel mit dir befreundet. Also ah, das ist schön. Als wären es dieselben Figuren. Ja. Ja, genau, weil hier hat Fletch 2¼ Herzchen und das hat sie bei mir eben zu Hause auch. Ach, schön. Okay, das ist cool. Also du kannst auch eben diese Jobs bei den Bewohnern und so machen und es hilft dir genauso für deine Spielefigurentwicklung weiter. Mhm. Ich finde es ganz praktisch. Ja, das ist cool, Leute, ne? Erst Leben runter, bevor man Tiere fängt. Außer der Truthahn-Raja. Also beim Truthahn, der wehrt sich nicht groß, aber ja. Taikoro, juhu! Rappelt zum Karton. Medusa, schön, dass du da bist. Servus! Der Truthahn wehrt sich nicht, ja, aber den musst du dafür auch in die Falle treiben und kannst ihn nicht hinter dir herziehen. Ja. Ja, das Spiel hat schon was, ja. Oh, guck, da ist noch ein bisschen Fleisch im Wasser. Mm, die Teufel bringen etwas mehr. Ich habe noch nicht ausprobiert, ob man die Tiere aus der Mine mitbringen kann. Ach du Scheiße, das ist ja schon fast wieder Spoiler. Ich weiß ja noch gar nicht, dass es Minen gibt, Wolli. Ich finde das Schatzsuchen super für Geld. Vor allem, wenn man das auf Level 2 hat, dann braucht man gar nicht mehr dauernd mit dem Metalldetektor rumrennen. Ah, okay. Ja, weil dann siehst du diese Cracks im Boden, also diese, genauso wie in Animal Crossing im Grunde genommen, diese Kreuzchen am Boden. Wie geil! Ja, das habe ich auch, deswegen habe ich dir vorhin ein paar Schätze mitgebracht, während du noch gebabbelt hast. Ah, oh, okay. Da habe ich mir gedacht, mache ich mich nützlich. Ja. Also ist das gut, wenn ich jetzt erstmal auch weiter Metall detektiere? Damit ich hoch auflevele. Hallo Ghost Gamer! Das kannst du tatsächlich ohne Leveln auf Level 2 bringen, was mich sehr gewundert hat, weil du da von Anfang an 2 Punkte hast.
bei den Lizenzen. Also brauche ich einfach nur Punkte. Genügend Punkte und dann. Mhm. Okay. Genau. Okay. Ich habe auch zu viele Spiele. Also nicht so wie bei Animal Crossing, dass wenn man besucht, man nichts bauen, verändern kann. Nee, nee, du kannst richtig, nee, du kannst richtig ja im Multiplayer zusammenspielen, FPX. Ja. Kannst ja die Kaki sammeln und daraus eine Statue bauen. Ja, genau, das ist mein Plan. Chevin, mach dich auf was gefasst. Hab einen Dinkum-Spieler gesehen, der ist in der Mine. Heftig, sag ich dir. Ja, also da bin ich auch einmal rein und mir dann gedacht, oh, scheiße. Also so wie, kann man sich das dann vorstellen, wie bei Minecraft? Ja, ne? Also du kannst es dir so vorstellen, dass da unten halt nur Krokodile und tasmanische Teufel sind, die aber, also die Krokodile sind stärker. Ja, und es ist alles dunkel. Oh nein. Also mir ging es beim ersten Mal so, ich bin relativ unbedarft rein und dachte mir, okay, gut, einen Minenpass gönnst du dir jetzt mal und schaust dich einfach mal um. Mhm. Und ich dachte mir dann nur so irgendwann, okay, es ist alles dunkel, irgendwie sind ständig Fledermäuse um dich herum, die du hinkriegst, keine Sorge, aber im ersten Moment, du verlierst so schnell die Orientierung. Ja. Weil du drehst dich ständig nach den Fledermäusen, es ist alles stockfinster um dich herum. Und ich habe mir irgendwann nur gedacht, ja, jetzt kannst du nur noch raussterben, weil rausfinden tue ich nicht mehr. Ach, hör doch auf. Aber es war schon lustig. Ich dachte mir dann nur, okay, gut, du musst dich halt noch ein bisschen mehr vorbereiten darauf, alles gut. Und dann wird es bestimmt auch lustig. Ja. Und ich denke, auch gerade zu zweit ist es in der Mine super. Ja. Ja, das ist ja das, was mich auch jetzt mega interessiert. Wie spielt sich das im Multiplayer? Ist es dann auch einfacher und so, ne? Ich glaube, recht viel einfacher ist es im Grunde genommen nicht, weil du musst ja trotzdem, du musst halt dann nur zu zweit kannst du Geld dran schaffen und so. Mhm, und in der Mine oder beim Kämpfen und Jagen und sowas kannst du dich unterstützen. Aber ansonsten ist es eigentlich auch nicht einfacher dadurch, finde ich. Okay. Weil die Aufgaben sind dieselben. Also du nimmst dir da nichts an Spielspaß, nur weil jemand mit auf deiner Insel rumhüpft. Okay, gut. Okay, nein. Deswegen, gestern war schon in Discord keine Benachrichtigung. Heute hat Twitch nicht die Benachrichtigung rechtzeitig rausgehauen. Deswegen habe ich extra noch mal selbst heute in Discord gepostet, dass ich live bin. Hallo, Kate, jetzt bist du da. Ach, was eine Not, ey. Kate könnten wir doch eigentlich gar nicht streamen. Die ist doch sonst immer da. Ja, oder? So, und du? Kann ich dich da reinjagen? Ne, dich kann ich da nicht reinjagen. Verfolgt der Waschbär oder was? Das ist mich auch. Ja, aber erst wenn du ihn anpiekst. Und das Ding greift dann immer so rollend an. Und der ist auch zu stark für Falle so. Also okay. Der muss auch definitiv runtergeklopft werden. Das ist lustig mit dem Rollen. Ich finde die verschiedenen Angriffsmuster, da hat er sich echt Mühe gegeben. Ja. Also. Der rollt gleich selbst in die Falle rein. Oh nein. Wie in die Falle rein? Jetzt versuchen wir den mal, ha, Leute. Musst du einfach nur daneben springen. Pieks. Er hat sich stets bemüht. Wie er immer ins Wasser geht. Micha, hallo! Au! Oh! Hat Aua gemacht. Okay, wie viel Leben muss das dann immer sein? Also wirklich nur so ein bisschen? Also ich klopfe sie immer runter auf so ein bisschen, weil ich mir denke, ich will dich nicht nochmal runterklopfen müssen. Oh nein. Okay, das war ein Nupsi zu viel. Ein bisschen zu viel. Scheiße.
Der hat mich nicht mal angegriffen, ganz zuletzt. Jetzt muss ich pieksen und jetzt, naja, gut. Also ganz zuletzt, wenn du den so weit runter hast, dass er davonläuft, dann ist er definitiv drin, aber dann musst du ihm halt die Falle irgendwie vor die Schnauze setzen, wenn es geht. Ah, okay. Also das wäre auch noch möglich. Weil, also auch die Kängurus zum Beispiel, wenn du die relativ weit unten hast, dann manche flüchten, manche greifen an, das ist unterschiedlich bei denen. Und den musst du dann halt auch irgendwie mal die Falle vor die Nase setzen. Bei den Hunden ist ganz praktisch, die setzen sich dann auch verletzt irgendwann mal irgendwo hin und denen kannst du einfach die Falle unter den Hintern bauen, Okay. wenn sie so weit verletzt waren. Hallo Matt, juhu, moin, na alles klar. Hallo schwarze Witwe, herzlich willkommen, Servus, wie geht's dir? Also ein Känguru bringt doch wahrscheinlich auch viel Geld, oder? Ja, es war, ich weiß die Preise leider nicht alle auswendig, aber es war ja auch viel, also mehr als ein Truthahn. Dann bin ich jetzt gerade am. Dann will ich mal versuchen zu jagen. Will ich mir das mal ausprobieren. Und die hüpfen ja weg. Die greifen ja gar nicht an, die Kängurus. Ja, manche greifen an und manche hüpfen weg. Bin noch nicht dahinter gekommen, woran es liegt. Also, oder ob man es von außen sieht, was er tut. Oh, jetzt habe ich ihn umgebracht. Vielleicht, weil es ein kleines war. Vielleicht ist es ein Baby gewesen. Möglicherweise, ja. Okay, die Vorstellung ist schlimm. Oh, das freut mich, schwarze Witwe. Mir geht's auch gut. Und vielen lieben Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Sehr schön mit bei uns auch, ja. Endlich habe ich es mal geschafft. Lurke immer, aber jedes Mal nicht gefolgt. Schande über mich. Ja, aber jetzt machst du ja dadurch wieder alles gut, schwarze Witwe. Alles in Ordnung. Sehr schön. Känguru gibt 6.400, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Okay, Liriel. Ist ja auch nicht schlecht. Wie viel Uhr haben wir denn? Na gut, jetzt wird das auch nicht. Wenn das Känguru freikommt aus der Falle, ist dann auch, oder das Tier, ist dann auch die Falle kaputt. Nein, die Falle ist dann, Entschuldigung, die Falle ist da, liegt dann rum, du kannst sie einfach einsammeln wieder. Die geht nicht kaputt. Okay, gut. Hallo Das ist dann so, als ob Matt! du es einfach nur rausgeschmissen hättest, ohne es aufzubauen. Ah, okay. Chefin sitzt im Wohnzimmer. Genau. Ja, heute, wie gesagt, ohne Licht, ohne Greenscreen, weil das einfach zu warm ist. Die Lichter, die dann um mich herum sind, Matt. Weiß sie Bescheid, gell? Ich habe schon gesagt, ich kann auch meine Kamera einfach ausmachen. Aber dann gibt es Proteste. Also, wir können es ja mal so und mal so machen. Gell? So, was hat dann die Frau Fletsch wieder hier von mir hier? Die hat Mining License neue. Ah ja. Dass die mir das immer schickt und nicht persönlich sagt. Ja, du kannst sie auch schon holen, bevor du den Brief hast, wenn es ist. Also, das geht auch. Oh, es ist ja schon so spät vor lauter Gequatsche. Ich versuche jetzt noch was zu grillen, weil das noch meine Aufgabe ist. Cook something on the cooking table. Dann mache ich doch noch mal hier so ein Meat on a Stick. Und dann habe ich wieder alles erfüllt. Ja, gut. So, das kommt weg. Kommt dann noch irgendwas rein? Ich brauche auch mehr Schränke. Und Wolli hat vorhin gemeint, dass er durch, ich glaube, einen Gefallen, Wolli, hast du gesagt, ne? Hat er Schilder bekommen. Also du kannst die Kisten dann wahrscheinlich auch irgendwann beschriften. Okay, ja, ein Schild habe ich auch schon. Ich habe es nur noch nicht ausprobiert, ob man die an die Kisten setzen kann. Ach so, okay. Verstehst du, gell? Nicht ausmachen, okay. Gerne, gerne. Wie findest du das Spiel bisher? Ich bin ja schon am Überlegen, es zu holen.
Also, spielst du vielleicht auch Animal Crossing? Also, ich habe jetzt nämlich kein anderes Spiel so als Vergleich, aber wenn man dieses Spiel mag, wirst man dieses Spiel halt auch lieben, weißt du? Also, so geht es mir halt gerade, Schwarze Witwe. Es ist schon geil. Macht schon, es ist schon lustig, ne? Schon Laune. Es ist so, du bist so, du liebst es und hast es zur selben Zeit, weil es so geil ist. Das hört sich komisch an, ne? Ja, weil man weiß, man möchte dann mehr Zeit da drin verbringen. Und wenn wir eins nicht haben, dann ist es mehr Zeit. Ja. Ach, es ist so Not. Ja, weil du hast ja dann, ne, wie gesagt, ich habe ja auch noch Animal Crossing wieder für mich entdeckt und habe ja noch nicht mal das Café entdeckt, weil ich noch im letzten Jahr bin, noch vor dem Update, weil ich da noch irgendwie rumwusel und ach, keine Ahnung, es ist einfach Wahnsinn. Das Rezept für Holzschild habe ich durch eine Quest bei John bekommen. Okay. Kenne ich, aber habe ich auch noch nicht gespielt. Das Gefühl kenne ich, so geht's mir oft in Ark. Ja, hast recht. Ich finde halt, was das Spiel so besonders macht, im Grunde genommen. Du kriegst einen Teil von diesem Animal Crossing Vibe, aber für einen Preis, der einfach unschlagbar ist. Weil ich meine, wenn du Animal Crossing spielen willst, du brauchst eine Switch, du brauchst das Spiel, dann bist du bei 360 Euro mindestens. Und da hast du für 16 Euro ein vollständiges Spiel, weil am PC haben die meisten Gamer ja zu Hause rumstehen. Ja.